Und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute habe ich mir gedacht, ich erzähle euch so ein bisschen was über, ja, ein kleines Update zu mir und / dem Sommer. Ja, der Sommer ist jetzt ungefähr gefühlte 3000 Jahre alt. Ich kann euch nicht sagen, wie alt er wirklich ist. Aber Minimum muss der jetzt schon 3 Wochen gehen. Und ich fange an, den Sommer zu merken. Ich merke es bei mir an so Kleinigkeiten und eben auch an der großen, an Großigkeiten. Okay, das ist jetzt kein Deutsch, aber so, das ziehen wir jetzt durch, das lassen wir jetzt so und ich ziehe es jetzt bis zum Ende durch mit den Großigkeiten. Und ich merke es bei mir vor allem daran, dass ich echt extremst wenig Energie habe, so am Tag. Also im Moment ist mein Schlafrhythmus so, dass ich ungefähr um 4 Uhr mache ich mich Bett, fange ich an, mich Bett fertig zu machen, weil meistens ab 5, 6 Uhr die Sonne aufgeht und ich dann nicht mal mehr bei uns ins Bad kann, weil wir haben das Badfenster direkt da, wo die Sonne aufgeht und dann werde ich immer so getroffen von so einem Flashlicht. Das finde ich echt langsam nervtötend. Und ja, auf jeden Fall richte ich mich dann immer so, dass ich noch meine Zähne putzen, das Gesicht waschen, anziehen und noch das letzte Mal zu Klo gehen machen kann, bevor dieses große Licht dann auftaucht. Und ja, dann meistens aufstehen tue ich so ungefähr um... Wartet, nein, wir machen das anders. Nämlich ich gehe ins Bett um 4, 5 Uhr rum. Dann schaue ich noch so ein, zwei Stunden Videos auf dem iPod oder schreibe mein Tagebuch. Oder eben mache solche Sachen noch. Und dann ungefähr so um 7, 8 Uhr rum schlafe ich dann. Und stehe dann so um 15, 16 Uhr rum auf. So, jetzt haben wir es ganz genau. ja, auf jeden Fall ist es, wenn ich um 15 Uhr aufstehe und um 7 schlafe, habe ich meistens 8 Stunden Schlaf. Wenn ich allerdings erst um 8 schlafen kann und dann schon um 15 Uhr aufstehe, habe ich nur 7 Stunden Schlaf. Ja, und dann bin ich auch den Rest vom Tag nicht ganz so on top. Was dann auch noch so ist, ich merke auf jeden Fall, also unter Tag kann ich gerade überhaupt nichts machen. Also mein Tagesablauf besteht gerade darin, im Internet zu surfen, extrem viele Nachrichten lesen, rumliegen, weil ich bin wirklich gerade, wie sage ich immer so zu meinen Verwandten und Bekannten und allen, die fragen, und was machst du zurzeit so? Was macht dir gerade Freude? Was machst du? Da sage ich immer, ich sehe aus wie eine Milchschnitte, wenn sie zu lange in der Sonne lag. Also ein bisschen braun und ein bisschen auf dem Bett rumflätzend. Also was, ich weiß dann auch nicht, was die dann erwarten für eine Antwort, dass ich dann erzähle urplötzlich, ja, diesen Sommer, ich weiß nicht, die Sonne hat jetzt überhaupt nichts mehr ausgemacht. Ich bin so voll Kanne einmal auf den Berg rauf und wieder runter und habe angefangen Sport zu treiben. Aber naja, im Grunde kann ich immer bloß antworten mit, ich lege gerade rum. Und manchmal sage ich, ich sehe aus wie eine Milchschnitte, die zu lange in der Sonne lag. Mal sage ich, ich sehe aus wie ein Pinguin, das zu lange in der Sonne lag. Manchmal bin ich auch ein Eis, das zu lange in der Sonne lag. Das ist dann, wenn ich auch noch schwitze, weil dann tropfe ich auch noch furchtbar. Ja, egal wie. Aber am Ende des Tages kommt immer darauf hinaus, ich liege rum. Und dann, also dann aber, sobald die Sonne untergeht, also so jetzt die letzten, Anfang vom Sommer war das meistens so 21 bis 22 Uhr. Jetzt ist es schon so, dass es ab 20 Uhr bis 21 Uhr geht. Dann gehe ich meistens meine Eltern besuchen, also meinen Papst vor allem, und verbringe etwas Zeit noch mit ihm oder eben mache solche Sachen wie zum Beispiel, dass wir dann anfangen, hier aufzuräumen, irgendwelches Zeug erledigen, was mir noch so einfällt. Oder eben auch sowas wie dann anfangen, ja, mein Zimmer aufzuräumen. Und ich habe dann übrigens am heißesten Tag des Jahres und auch am hellsten Tag des Jahres, habe ich notgedrungen mal mein Zimmer gestaubsaugt. Weil, ja, es musste sein und es war wirklich schrecklich eklig und ich habe es nicht mehr ausgehalten. Und dann haben meine Mutter und ich mein Zimmer geputzt und ja, das war auch keine so kluge Entscheidung.
Es war das erste Mal, dass ich freiwillig duschen gegangen bin, weil da danach war ich wirklich dann nur noch wie so ein Tropfsteinhöhle. Ich habe getropft, bis sonst geht nicht mehr. Dann bin ich duschen gegangen, weil ich mir gedacht habe, so kann ich nicht schlafen gehen, das wäre ja furchtbar. Und ja. Ja, was kann ich noch erzählen? Aber das Ding war, das war der längste Tag vom Sommer und das mache ich jetzt auch nicht nochmal, nochmal irgendwann in den nächsten Jahren. Das war keine kluge Entscheidung meinerseits. Und mit diesem Video erinnere ich Elena der Zukunft daran, mach das nicht nochmal. Das war keine kluge Entscheidung. Gut, und wenn sich Elena der Zukunft daran nicht erinnert, wäre ich sehr verbunden, wenn ihr Elena der Zukunft daran erinnert. Okay. Ja, was war noch so? Ich merke, dass es mir unter Tag, dass ich gerade unter Tag oft ein, ja, wie soll ich das jetzt formulieren? Ich bin nicht gut gelaunt. Ich bin oft wirklich so richtig, ich möchte nicht sagen depressiv, aber wenn man es nicht besser wüsste, würde ich wohl schon sagen, es ist etwas wirklich wie depressiv, weil ich einfach sowas von überhaupt keine Energie habe, keine Lust, weil ich keine Motivation mehr finde, weil mir gerade wirklich einfach alles furchtbar vorkommt. Und ich muss zugeben, auch die ganzen Geschichten, die so in den Zeitungen stehen oder im Internet, die sind auch nicht gerade unbedingt beruhigend zurzeit. Die wirken wirklich immer noch beängstigender gerade. Vor allem, wenn man so ganz schlecht schläft oder wenn man unruhig schläft, was ja auch bei der Hitze nicht anormal ist, dann wird es eben noch schlimmer. Aber ich merke eben gerade, dass ich auch so von so Sachen, dass ich so Sachen gerade viel mehr Gewicht gebe, als das eigentlich notwendig ist. Aber das Faszinierende ist, ich gebe dem immer nur so lange Gewicht, wie die Sonne da ist. Und sobald die Sonne anfängt unterzugehen, fällt mir auf, was für ein Quatsch das eigentlich ist, worüber ich mir da gerade Gedanken gemacht habe, wieso ich mir jetzt da gerade so Gedanken drüber gemacht habe. Und dann ist mir schon teilweise manchmal so, dass ich denke, okay, Elena, das ist echt peinlich, dass du jetzt nicht nur dich, sondern auch deine ganze Familie damit Schalu gemacht hast. Ja, und was gibt's noch zu erzählen? Meine Mutter hat mir heute den Tipp gegeben, ich soll mir irgendwas suchen, was ich machen kann, auch wenn die Sonne noch da ist. Und ja, ich bin jetzt momentan auf der Suche nach einer neuen Sonnenbrille, weil meine, die funktioniert so gut wie gar nicht. Also die ist dunkel, klar, und die dunkelt auch ein bisschen ab, aber wirklich was gegen diese Grellheit hilft sie nicht. Und jetzt bin ich gerade auf der Suche nach einer Sonnenbrille, die etwas mehr helfen könnte oder die mir zumindest da in gewisser Form eine Erleichterung schafft. Und ja, falls irgendjemand einen Tipp hat von einer richtig schön dunklen Sonnenbrille, wo man noch trotzdem genug sieht, dass man durch die Stadt laufen kann, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Den Tipp würde ich gerne auch annehmen oder zumindest so eine Glasstärke oder irgend sowas. Sagt mir auf jeden Fall Bescheid, wenn da irgendeiner einen Tipp hat. Ja, was ich auch mache, ist gerade, ich beschäftige mich sehr viel, ich sehe Fernsehen, ich sehe Fernsehen. Ich bin wirklich jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich gucke meistens ich gucke gerade extrem viel fern. Also wirklich so serientechnisch bin ich gerade jeden Tag eine neue Serie am liebsten und ich fieber auch gerade unglaublich mit den meisten Serien, die ich aber eigentlich, wenn ich dann abends habe, denke, okay, Gott, war das eine langweilige Sache. Und mir dann auch denke, okay, gucke ich jetzt nicht nochmal. Aber am nächsten Tag gucke ich sie meistens trotzdem weiter. Ich bin dann aber auch wirklich, ich bin auch ungeduldig teilweise und gehe dann in die Mediatheken und gucke, ob es da nicht schon die neue Folge gibt, damit ich dann schon schneller bin. Aber die gibt es ja meistens nicht. Und dann kommt mir meistens der Gedanke, ich könnte ja auch einfach DVDs gucken und dann fange ich wieder an, DVDs zu gucken und so bin ich wieder in meiner CSI-Sucht gelandet. Ich war so stolz darauf, dass ich aufgehört habe mit diesen ganzen Krimis. Jetzt fange ich doch wieder an mit CSI und Criminal Minds und so weiter. Und ja, das ist auf jeden Fall mein erster Tipp für jeden, dem es gerade ähnlich geht wie mir. Legt euch am Abend eine DVD ein mit so ein paar Folgen drauf. Und dann, ja, dann könnt ihr am Morgen die DVD einfach, oder besser gesagt bei mir, vor allem Mittag, einfach die DVD starten und dann läuft die und dann könnt ihr euch so 3, 4 Folgen angucken und müsst dann erst dann aufstehen und die DVD wechseln. Also spart ihr euch wenigstens einmal DVD wechseln während der Energielosigkeit. Das ist so, das mache ich gerade so, es hilft und so komme ich trotzdem zu meinen Filmen. Ja,
Dann gucke ich gerade auch viele Filme. Ich bin gerade wieder dabei, die Harry Potter-Reihe durchzugucken. Ich bin jetzt im Moment bei Der Gefangene von Azkaban, was übrigens auch mein absoluter Lieblingsfilm von Harry Potter ist. Was an dieser Stelle mal eine lustige Info über mich ist. Ich habe auch mal ein Referat über den Harry Potter und der Gefangene von Azkaban gehalten, über das Buch. War auch lustig. Ja, und ging gut. Und ich habe eine 1 dafür bekommen. Es hatte damals, glaube ich, 100 nochmal was Seiten. Auf jeden Fall echt viele Seiten. Weil ich über den Film und dieses Buch kann man echt unendlich viel erzählen. Ich mag einfach den Gefangenen von Azkaban. Ja, auf jeden Fall, was kann ich noch erzählen? Ja, im Moment die Hitze, die macht hier, fängt es auch mir ein bisschen an zu schaffen zu machen. Also diesen Sommer muss sogar ich sagen, dass es mir ein bisschen zu heiß ist. Normalerweise bin ich ja jemand, der nicht so unbedingt im Sommer schwitzt, aber diesen Sommer tust sogar ich ein wenig schwitzen. Und ja, sonst gibt es eigentlich gerade gar nichts mehr, was ich euch noch so erzählen könnte. Und das war dann eigentlich auch schon mein Update. Ich würde sagen, wir sehen uns am Freitag wieder, wenn ihr mögt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr so in diesem Sommer schon gemacht habt, was ihr noch so vorhabt diesen Sommer. Oder wie ihr gerade mit dem Licht oder der Helligkeit oder eben der Hitze umgeht. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Oder ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.readmy@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Bis bald. Tschüss!